Der Hertha war nicht schnell genug zurück zentral in seinem Tor. Und so steht es jetzt 2:2 zwischen Hertha und Bayer Leverkusen. Also ein extrem turbulentes Spiel im Olympiastadion. Und turbulent ist es auch in Leipzig bei Thorsten von Wege. Also das ist nicht so, dass die nicht wollen, die Dortmunder. Die laufen schon an, die haben schon wirklich alles, was sie haben, mit nach vorn geworfen. Aber irgendwie bei der 16er an der Strafraumgrenze, da ist es dann vorbei mit ihrer Kunst. Und deswegen sind die Leipziger sogar die gefährlichere Mannschaft, auch in diesem zweiten Abschnitt, da wir noch 8 Minuten zu spielen haben, dass sich dieses 2:0 für RB Leipzig langsam und allmählich zu manifestieren scheint. Leipzig hatte Chancen, Leipzig spielt das auch gut. Leipzig kontert schon wieder, ist jetzt mit dem Steckpass unterwegs, der ist erstmal misslungen. Dann kommt der zweite Versuch, aber da ist Schlager wieder dazwischen. Hat wieder aufgeräumt, der Österreicher. Und demzufolge wieder Ballbesitz für RB über Raum und den eingewechselten Guardiol. Geht es jetzt wieder nach vorne, aber dann ist keiner mitgelaufen, beziehungsweise die vorne standen, standen abseits. Folgerichtig ist der Ball bei Borussia Dortmund. Hier steht es 2:0. Es sieht nach dem zweiten Sieg für RB Leipzig in dieser Saison aus und nach der zweiten Niederlage für Borussia Dortmund. Wonach sieht es in München aus beim Spiel gegen Stuttgart, Eddie? Ja, wohl nach dem nächsten Sieg der Bayern, nach zuletzt 2 Unentschieden der VfB nach vorne. Momentan zu wenig Zug, zu wenig Torgefahr. 5 Wechsel bei beiden Mannschaften. Die Münchner im Ballbesitz mit Leroy Sané an der Mittellinie. Stanisic, der zieht ein bisschen nach innen, wird verfolgt von Eckloff. Noch in Leipzig. Tor in Leipzig, der Deckel ist drauf. 3:0. Ball von. Mr. Mert. Kebab.